Bildergeschichte. Es ist ein herrlicher Tag. Die Kinder spielen auf der Wiese. Aber was ist das am Horizont? Ach nein, das Kohlekraftwerk erzeugt Treibhausgase. Das schadet der Umwelt. Wie können wir eine Lösung finden? Umweltmann! 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 Hoch im Himmel hört Umweltmann die Rufe der Kinder. Umweltmann! 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 Er guckt und sieht das Kohlekraftwerk. Schmutzig. Was kann Umweltmann machen? Oh, eine riesige Kaffeetasse. Umweltmann bricht die riesige Kaffeetasse von dem Gebäude ab und fliegt damit zu dem Wasserturm. Dort benutzt er seinen Laserblick, um ein Loch in dem Turm zu machen. Er füllt die Tasse voll Wasser. Dann fliegt er zu dem Kohlekraftwerk. Mit einem Mal läuft das Wasser aus der Kaffeetasse. Hurra! Hurra! Das Kohlekraftwerk produziert keine Treibhausgase mehr. Und außerdem ist es sauber. Aber wie können wir unsere Energie erzeugen, Umweltmann? Atomenergie wäre gut. Sie ist sauber. Und Atomkraftwerke produzieren keine Treibhausgase. Aber Umweltmann meint, nein, das ist zu gefährlich. Er hat eine andere Idee. Aus dem alten Kohlekraftwerk baut er eine Windkraftanlage mit zwei riesigen Windrädern. Windkraft. Erneuerbar und sicher. Eine Energiequelle für die Zukunft. Danke, Umweltmann, unser Held.